Überall gibt es Bezüge zum Dritten Reich, besonders im extrem linken, nein, im extrem rechten, extrem linken, extrem, wissen Sie, das ist auch schon ganz schön verwirrend, glauben Sie mir das, besonders bei diesen Leuten, die behaupten, sie wären extrem links, aber sind in Wirklichkeit extrem rechts, also bleiben Sie mal dran. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Geschichten aus Wikihausen. Ich begrüße ganz herzlich den Dirk Pohlmann. Ja, hier wieder dabei. Ja? Also, da bin ich. Hallo. Und wir haben heute ein besonders ekliges Thema für Sie vorbereitet. Wie immer. Wenn schöne Themen wären, wäre das hier irgendwas von... weiß ich nicht, Rosamunde Pilcher, ja, oder sowas in Richtung. Zum Zurückleben. Du kennst aber schlimme Wörter. Ja, Rosamunde Pilcher, das ist alles, was ich da was, keine Ahnung, das Gestüt muss zum 122. Mal gerettet werden und lehnen Sie sich zurück und verfolgen Sie wunderschöne Aufnahmen aus dem Süden von England. Ach ja, okay, nee, haben wir nicht. Also. Ich habe hier eine Zeitung liegen, die haben wir schon darauf Bezug genommen, Dirk. Das kennst du, glaube ich, auch schon. Ne? Das ist die Süddeutsche Zeitung und da standen wir ja drin. Da ging es um Wikipedia und irgendwie ging es da halt auch um einen Artikel von Thomas Urban zum Thema, wo ist er denn? Fachkräftemangel, hier ist er. Sie werden es nicht glauben. Und Sie haben ja mitbekommen, dass wir da als ganz obskure Typen da abgehandelt wurden. Inzwischen haben wir herausgefunden, dass der wesentliche Teil von diesen ganz seltsamen Einträgen kam gar nicht von dem Thomas Urban, sondern da hat wohl jemand reingefuscht in den Artikel. Kann man so sagen. Das heißt also, dass, man merkt auch, der Artikel ist irgendwie mit zweierlei Feder geschrieben. Also da sind also irgendwie zwei Pinselstriche drin. Und die Auffälligkeit hat man letztes Mal schon als Verdacht geäußert. Inzwischen sind wir uns ja sicher, das ist nicht von Thomas Urban gewesen. Hätte mich auch stark verwundert, ehrlich gesagt. So, okay, ja, aber das hört ja nicht auf. Also inzwischen haben wir anscheinend eine etwas größere Reichweite, zumindest was die Wahrnehmung unserer Sendung anbelangt. Also, sie wird anscheinend als gewichtiger eingeschätzt. Ja, also ich hatte zuletzt einen Vortrag in Gelsenkirchen und du hattest auch einen Vortrag. Und zwar ist auch schon ein bisschen länger her. Das war, glaube ich, in Koblenz. Kann das sein? Ja, das ist Anfang des Jahres gewesen. Ich glaube Januar. Wir haben es nicht mehr richtig im Kopf. Wo ich auch über Wikipedia einen Vortrag gehalten habe und sozusagen übel angegangen worden bin mit Demonstrationen vor dem Vortragsgebäude. Also eine Gruppe Antideutscher, die sich zusammensetzte aus Leuten von der Gewerkschaftsjugend, von den Grünen, von den Linken und von der Partei, merkwürdigerweise. Also eine paramilitärische Truppe, die mit Dreckfresser sich genannt hat, also so Camps gemacht hat, also richtig paramilitärisch. Also wenn ich das den Leuten gesagt habe, die Partei, dann haben sie gedacht, ist das jetzt Satire? Und ich habe gesagt, naja, die machen das als Satire, damit sie es, machen es so ein bisschen ironisch, damit sie es als Satire bezeichnen können. Aber die waren hochgradig aggressiv und das sind keine Leute, mit denen man viel Spaß hat. Ich habe im Nachklang dazu eben auch Drohungen bekommen, die ich zur Anzeige gebracht habe bei der Polizei, wo die Staatsanwaltschaft auch ermittelt hat. Also diese Fraktion der Antideutschen ist eine, ich würde sagen, Richtung, es sind auf jeden Fall Leute dabei oder in ihrem Umfeld, die in Richtung Gewaltbereitschaft gehen. Ja. Jetzt müssen wir nochmal, also drei Begriffe müssen wir jetzt, glaube ich, merken. Das ist einmal die Linke, dann Antideutsche und die Partei. Das empfehle ich dem Zuschauer schon mal im Hinterkopf zu behalten, weil das wird sich jetzt genau um diese drei Sachen drehen. Die Antideutschen ist für viele Leute nicht klar, müssen wir, glaube ich, nochmal eine Einführung machen. Also Antideutsche sind Leute, die von sich behaupten, dass sie links wären, aber sie vertreten in dem, was sie sagen und in dem, was sie tun, die Thesen und die Vorgehensweisen des Imperiums und von Israel. Das heißt, das Imperium, die USA, da gibt es ja so Neokons, die meinen, sie müssten halt die Welt auf eine ganz andere, also vollkommen umstülpen und mal so hier und da mal so einen kleinen Interventionskrieg führen, so nennen die das, ne? Also man würde das als Angriffskrieg bezeichnen.
Und besonders im Nahen Osten müsste sich ein bisschen was ändern, damit halt Israel ein bisschen sicherer dasteht. So ist dann halt die Darstellung. Und das finden die alles ganz toll. Also Krieg führen finden die super, solange es halt der Sicherheit in Anführungsstrichen von Israel dient. Ja, man kann das so erklären. Ich habe mir das mal genauer angeguckt. Also für Hardcore-Linke ist es ja der Marxismus, und da gibt es den sogenannten Hauptwiderspruch. Das ist, wem gehören die Produktionsmittel? Das ist also für Marxisten der entscheidende Punkt, weil in der kapitalistischen Wirtschaftsweise eben dann durch die Ausnutzung des Produktion des Mehrwertes durch den Arbeiter, also für die Leute, die es kennen, muss man jetzt nicht vertiefen. Auf jeden Fall, es geht darum, wem gehören die Unternehmen. Und daraus wurde später, in den 70er Jahren, gab es eine Variante davon, die gesagt, nein, der Hauptwiderspruch in der Gesellschaft, also der das Ganze vorantreibt, ist der Unterschied zwischen den Geschlechtern, also die Unterdrückung der Frau. Und dann kamen die Antideutschen, die haben diese Sache nochmal neu interpretiert und haben gesagt, der entscheidende Faktor in der Geschichte ist die Vernichtung der Juden im Dritten Reich gewesen, und daran ist alles zu messen. Das heißt, die Aufgabe heißt, den Juden eine sichere Heimstatt zu bieten. Das ist das Land Israel. Wer schützt Israel? Die Amerikaner. Und daraus wird in diesem merkwürdigen Dreisprung wird dann, dass die alles gerechtfertigt ist, um diesen Staat Israel zu schützen, in Anführungszeichen, auch aggressive Maßnahmen und alle Maßnahmen aggressiver Art der Schutzmacht der Schutzmacht der Juden, also der Schutzmacht USA, schützt Israel, ist damit auch gerechtfertigt. Und daher kommen diese Merkwürdigkeiten, dass Leute bei Friedensdemonstrationen stören, und die haben dann israelische und amerikanische Fahnen umgehängt. Ja. Das sind eben die Antideutschen. Genau. Und die sind in der, wo ich darauf hinweisen möchte, man kann also als Journalist, wenn man zu diesen Antideutschen gehört, kann man als Marxist Karriere bei Springer, bei Axel Springer machen. Gerne gesehen. Weil in der Grundausstattung, das heißt, was machen die Amerikaner in der Ost, was machen die Israelis, ist das vollkommen identisch. Und das ist quasi damit auch das trojanische Pferd, wie man diese Richtung in die Parteien, in die linken Parteien einschleusen kann. Und die sind extrem erfolgreich. Also sie haben ja gerade bei der Linken Sarah Wagenknecht entfernt und Kampfanzug Katja installiert. Ja. Ja? Also man kann sagen, diese Fraktion, die sind nicht alle richtig Antideutsche, aber diese Fraktion hat sich durchgesetzt. Ja. Und sie ist gut im Intrigieren, das kann man auch noch sagen. Also ich hatte ja gerade ein Interview bei RT Deutsch gegeben, und da ging es halt auch den Philip Cross und um den George Galloway. Letzterer wird ja ganz häufig mit dem Attribut Antisemitismus da belegt. Und sowas kann man nur machen, und das kommt halt auch aus diesem antideutschen Lager, sowas kann man nur machen, wenn man eine israelische Regierung, den Staatsapparat, den Militärapparat mit der Bevölkerung gleichsetzt. Und das funktioniert natürlich nicht. Das machen wir. Wir differenzieren da ja ganz, ganz deutlich. Das heißt, wir sagen, die israelische Bevölkerung leidet ja unter diesem Zustand, und wir haben also ein paar Psychopathen in der israelischen Regierung, im Militärapparat, die dafür sorgen, dass die Leute da in einem Dauerkriegszustand gehalten werden. Sowohl die Nachbarn als auch die Israelis natürlich selber. Und also ich zum Beispiel hätte es gerne gesehen, dass solche Leute gerne verschwinden können, ne? Also die aus der Regierung. Dann hätten nämlich alle Frieden, und wir müssen uns über solche Themen nicht mehr unterhalten. Aber anscheinend wird es immer gerne verkürzt, denn es wird immer gleichgesetzt, Israel, israelische Regierung, israelisches Volk ist alles dasselbe. Wenn du gegen die Regierung bist und auch nur gegen Einzelpersonen aus der Regierung, so wie wir das formulieren, dann bist du sofort gegen alle. Was ja totaler Nonsens ist. Und das war auch bei dem George Galloway so. Wenn ich kurz reingrätschen darf, der lustigste Fall der letzten Zeit, der mir untergekommen ist, dass jetzt Heiko Maas, also derjenige, der sich vollkommen auf die israelische Seite gestellt hat, gab es jetzt irgendwelche Entscheidungen der UN, wo Deutschland sich enthalten hat. Und daraufhin gab es in der Jerusalem Post eine Überschrift, das anti-jüdische Museum. Es ging um das jüdische Museum, das hat nämlich einen Preis an Heiko Maas verliehen. Und die Überschrift, des anti-jüdischen Museum verleiht Preis an anti-israelischen deutschen Außenminister.
Und das ist jetzt sehr komisch, weil Heiko Maas ja gesagt hat, er ist überhaupt in die Politik gegangen wegen Auschwitz und weil er sich sozusagen eben auf diesem, er arbeitet ja mit der Amadeo-Antonio-Stiftung, hat er diese Taskforce gegen Hate Speech und hat sich bis zum Anschlag versucht, dort anzubiedern, aber das funktioniert alles nicht, das reicht nicht. Man kann machen, was man will, sozusagen. Es reicht, irgendwo Dissens zu haben, in einer Sache nicht mitzumachen und man ist sofort anti-israelisch. Ja. Dies jetzt also, ist Heiko Maas. Also man muss halt immer differenzieren. Es sind diese paar Psychopathen, die halt, ich weiß nicht, was vorhaben, vielleicht wollen die auch ein groß Israel haben, keine Ahnung, es ist mir auch wurscht, auf jeden Fall stören die den Weltfrieden und die müssen schleunigst da von ihren Posten enthoben werden und wenn es gar nicht anders geht, einbuchten, ja, also anders. Und, naja, ist ja gerade, Netanyahu hat ja Probleme wegen Bestechung, aber lassen wir das mal raus, also wir sind sozusagen auf jeden Fall der Meinung, diese Regierung, da werden wir keine Fans von, das wird nicht stattfinden. Ja. Das hat aber nichts sozusagen nicht ausgedehnt auf die Bevölkerung. Ja? Naja. Das ist genauso wie, also, wie das bei der amerikanischen Regierung. Genau, also der Thomas Rüpper hat sich dazu schon mal geäußert. Er hat nämlich genau diesen Fall von dem Heiko Maas in einem sehr guten Artikel verarbeitet und da ging es nämlich um Atombomben und da ist nämlich der Heiko Maas auch bei einer Gedenkstunde in Hiroshima gewesen, bei einem Gedenktag. Ich blende das mal hier ein. Ja, weißt du, warum der Artikel zustande kam? Weil wir beide beim Frühstück saßen und ich ihm das gezeigt habe. Und weißt du, du warst nicht der Einzige, der eben da ein bisschen weitergeholfen hat. Ich habe ihm auch noch ein paar Tipps gegeben, weil ich habe ihm nämlich angeschrieben. Ich weiß das, weil ich habe es ihm am Morgen beim Frühstück, ich hatte so ein Handy, er war gerade weg und dann habe ich das ploppte das rein und dann habe ich ihm das gezeigt. Also ich bin sicher, dass das aus dem Gespräch entstanden ja. ist. Ja. Okay. Und da bin ich mir auch sicher, weil er hat das auch so bestätigt. Und, und dann habe ich noch was gefunden und ich habe unabhängig von dir, ich habe einen Beitrag auf NDR Info im Radio gehört. Ich höre nur noch selten Radio, aber da habe ich wirklich mal zufälligerweise im Auto Radio angehabt. Und die haben einen 3- oder 4-Minuten Beitrag über Hiroshima gebracht. Und dass das ganz schlimm war mit der Bombe und so weiter und wie viele Leute darunter leiden mussten. Die haben es geschafft, im gesamten Beitrag, ich weiß gar nicht, wie oft den Heiko Maas zu zitieren, ich glaube, der war da dreimal drin, ja, mit schönen langen Zitaten. Aber sie haben es auch geschafft, nicht ein einziges Mal den Urheber des Bombenabwurfs zu erwähnen. Und das dachte ich mir, das passt so. Das war doch Stalin, oder? Ja, das war doch so eine brutale Sache, das muss doch nein, Stalin gewesen das, sein. Menschen verachten, nein. Zivilisten töten, das muss Stalin das gewesen sein. Das war das Deutsche Reich, mein Lieber, du hast überhaupt keine Ahnung. Die haben nämlich doch Bomben gehabt und das haben sie nämlich direkt an die Amerikaner geliefert, damit die dann das auf Hiroshima, na genau, also, ne, okay. Was wollte ich sagen? Thomas Röper hat einen wunderschönen Begriff geprägt zu Heiko Maas und den möchte ich hier nochmal kundtun. Und zwar sagte er, also er ist, wie du schon richtig sagtest, von diesen Hardcore-israelischen Regierungskräften da oder den Propagandakräften aus der Jerusalem Post dann noch runtergemacht worden, obwohl er sich schon als Rektalforscher betätigt. Und ich möchte diesen Begriff hier nochmal kundtun und unterstreichen, ich gehe da vollkommen mit, was der Thomas Rüber sagt. Ja, und da sind wir schon beim Thema Rektalforschung. So, also, fangen wir doch mal an. Rechte Seite hier, das ist die Ankündigung für den Vortrag gewesen, den ich bei der Linken in Gelsenkirchen gehalten habe. Und das Interessante war bei dem Vortrag, also bevor es zum Vortrag kam, gab es einen, ja, also die Linken würden jetzt sagen oder diese Antideutschen würden sagen, es gab einen Shitstorm. Ich würde das eher ein laues Lüftchen nennen, aber nun gut. Auf jeden Fall haben sie versucht, da einen Aufstand zu inszenieren und es haben sich mehrere Leute da in der Facebook-Gruppe getroffen, zumindest oder auf den Facebook-Seiten getroffen, wo halt dieser Vortrag angekündigt wurde und haben dann halt in übelsten Tönen da über mich abgelästert und über dich, glaube ich, auch, Dirk. Und das war ja, als ich den Vortrag gehalten habe, ginge das Gleiche schon los. Also das heißt, es wurde gesagt, wie könnt ihr diese Rechtsextremen und Antisemiten und was weiß ich nicht alles, was da für Begriffe zustande gekommen sind, wie könnt ihr die einladen, was ist los bei der Linken in Gelsenkirchen, muss man die auch bei den, sozusagen muss man beobachten, was dort los ist, sind da rechte Kräfte, die die Linken übernommen haben, also das war der Tenor. Es gab eine konzertierte Aktion von Leuten aus Westdeutschland, die sich dann in Gelsenkirchen auf der Facebook-Seite getummelt haben. Ja.
So war es bei mir auch. Und die Leute waren alle gar nicht in der Linkspartei. Das sind alles irgendwelche Typen gewesen. Die wollten halt nur mal den Aufstand erproben. Interessant fand ich auch, also dass die halt immer so ein Like gegeben haben. Das heißt, einer erzählt was und dann gab es noch 30 Likes da noch oben drauf. Ne? Also das heißt, also die Leute haben sich da massenweise diesen extremen Postings da angeschlossen. Was ich interessant finde, es gibt bei uns überhaupt keine Anknüpfungspunkte zum Thema Rechts oder Braun oder Nazi oder was auch immer. Ja? Also ich wüsste nicht, dass ich mich irgendwann mal auch nur annähernd missverständlich geäußert hätte, dass ich auch nur ein wenig von der Nazi-Ideologie auch noch gut fände. Habe ich nie gemacht. Ja, werde ich auch nicht machen. Ist aber nicht nötig. Die bauen ihre Konstrukte. Bei mir zum Beispiel haben sie geschrieben auf einem Flugblatt, dass ich sehr geschickt es so machen würde, dass ich nur Tatsachen verbreite, um zu verschleiern, dass ich in Wirklichkeit ganz andere Sachen denken würde. Also das wüssten Sie ja. Sie haben das per Röntgenblick quasi herausgefunden. Also ich bringe Tatsachen und das ist ganz perfide, wenn man mit Tatsachen arbeitet. Das ist das Allerletzte, weil ich mich ja nicht traue, das zu sagen, was ich wirklich denke, von dem Sie aber wissen, was es in Wirklichkeit ist. Also diese verschmalzten Gehirne, diese Argumentation, das heißt, das ist ja beliebig ausweichbar. Ja, das heißt, es gibt keine Bremse mehr und so agieren die ja auch. Es gibt keine Bremse. Ja. Genau. Was interessant ist, sie suchen immer Anknüpfungspunkte. Das heißt also irgendwas, was du gesagt hast, was in einem ganz anderen Zusammenhang war, was aber irgendwie einen Kontakt zum Dritten Reich haben könnte, das nutzen sie dann genauso, wie es auch bei mir auf den Seiten von Psiram geschieht. Und jetzt sind wir schon beim Stichpunkt. Es sind nämlich zwei Leute aufgetaucht, die ich doch sehr interessant finde. Und zwar gibt es hier, ich blätter es hier wieder ein, gibt es da den Knut Juncker, der hat geschrieben: Den braunen Fiedler, habt ihr sie noch alle? Braun ist gleichbedeutend mit Nazi, weil ansonsten gibt es ja keine Assoziationen. Und er hat sich auch danach nochmal eindeutig geäußert mit Bezug zur NS-Zeit. Jens Bäum hat geschrieben, seine Errungenschaften sind hervorragend hier nachzulesen. Und dann den kompletten Link zu Psiram hier nachzulesen. Interessant finde ich, wer ist denn eigentlich dieser Knut Juncker? Knut Juncker ist schon mal aufgetaucht und zwar in einer Diskussion auf Facebook beim Kulturstudio. Und zwar haben sich die Leute vom Kulturstudio, ich weiß gar nicht mit wem, da schon mal länger über Psiram unterhalten und haben dann das Psiram-Logo als Logo für die Sendung verwendet, wie man das halt häufig so macht. Ne? Wenn man halt über ein Thema redet, dann ist das, wenn man über VW redet, dann ist auch das VW-Logo im Sendungslogo oder vielleicht... wie hier das Wikipedia-Logo, ne, auf der Hauptseite von der Süddeutschen zu finden. So, und dann schreibt ein gewisser Knut Juncker, der eindeutig derselbe Knut Juncker ist, der bei mir geschrieben hat: Ich als Urheber des Psiram-Eulen-Logos gestatte Ihnen die Verwendung desselben nicht. Mhm. Und interessanterweise schreibt er auch noch etwas später, dass, also er gibt sogar noch anbei, die Vektorgrafik, mit der er dieses Psiram-Logo entwickelt hat. Das heißt also, er ist im Besitz der Quellen dieses Psiram-Logos und schreibt dazu, sagen wir mal so, das ist natürlich nur ein Ausschnitt. Wer mag denn wohl das komplette Bild haben? Ne? Das heißt also, Knut Juncker ist im Besitz der Quellen des Bildes und sagt, er ist der Urheber des Psiram-Logos. Dann muss er ja auch Kontakt zum Administrator von Psiram haben. Das heißt, er gehört zum inneren Zirkel von Psiram. Und Knut Juncker ist nicht irgendjemand, sondern er taucht bei der GWOP ständig im Bereich so Köln auf. Da findet man viele Bilder von ihm, die ins Netz eingetragen wurden. Und es ist die Frage, hat er eine Assoziation zur GWOP oder ist er da sogar noch Mitglied? Das wissen wir nicht ganz genau. Wir bleiben mal... Auf jeden Fall hat er mit der illegalen Webseite zu tun. Ja. Der Herr Stefan Kramer, Verfassungsschutzpräsident von Thüringen, könnte jetzt ja aktiv werden, weil er weiß, dass dort eine Person ist, über die man rauskriegen kann, wer diese Webseite betreibt. Ja. Die Organisation, bei der er im Beirat ist, nämlich die Abadio-Antonio-Stiftung, zur Nutzung an Schulen vorschlägt, die illegale Webseite. Ja, genau. Also, das wäre jetzt hier, wenn es nicht heißen würde, legal, illegal, scheißegal, dann wäre jetzt die Möglichkeit, etwas zu unternehmen, Herr Kramer. Ja, aber das ist ja nicht der Einzige. Wir haben ja noch jemanden hier, guck mal.
Es gibt dann noch diesen Jens M. Bolm. Und dieser Jens M. Bolm, das ist nicht irgendjemand, sondern das ist jemand, der tauchte schon als unfreiwilliger Protagonist in meinem zweiten Film Zensur auf. Ich empfehle an der Stelle, gucken Sie sich wirklich mal den Film an, dann wissen Sie auch erstens, was Psiram ist, zweitens, was in der Wikipedia losgeht und vor allen Dingen, welche Kreise da in der Wikipedia editieren. Und zum Thema Kreise habe ich da so einen kleinen Abschnitt zum Thema Jens M. Bolm. Gucken Sie sich das mal an. Film ab. Rund um die Wikipedia-Aktivitäten der Ruhrbarone gibt es weitere Besonderheiten. Ein weiteres auffälliges Wikipedia-Konto ist das Konto JMB1982. Der Benutzer JMB1982 hat unter anderem als Erstautor im Jahr 2013 den Artikel JMB-Verlag in der Wikipedia erstellt. Man benötigt keine Hilfestellung, um auf den ersten Blick zu erkennen, dass JMB1982 im Artikel JMB-Verlag der Hauptautor ist. Der Eigentümer des Verlags ist laut Wikipedia ein gewisser Jens M. Bolm. Hier ist man sicher kein Hellseher, wenn man die begründete Vermutung anstellt, dass das Wikipedia-Benutzerkonto JMB1982 von eben diesem Jens M. Bolm geführt wird. Die anonymen Autoren der Blogseite Antipsiram sehen das ganz genauso. Außerdem korreliert damit eine Profilseite des Internetdienstes Flatter.com. Darin wiederum angegeben ein Instagram-Konto namens JMB1982. Wir kommen daher zum Schluss, dass mit außerordentlich hoher Wahrscheinlichkeit JMB1982 dem Namen Jens M. Bolm zuzuordnen ist. Der Autor JMB1982 steht eigentlich laut Wikipedia-Regeln in einem Interessenskonflikt, weil er den Wikipedia-Artikel zu seinem eigenen Verlag editiert. Eigentlich dürfte er genau das nach den Wikipedia-Richtlinien nicht. Aber wenn das bei einem Administrator Armin Kübelbeck und der Firma Merck so durchgeht, warum nicht auch bei JMB1982? Man fragt sich ohnehin, ob man nicht gleich die einschlägigen Wikipedia-Regeln streichen kann, wenn sich sowieso keiner dran hält. Der JMB-Verlag verlegt eine überschaubare Menge an Büchern von einer ebenso überschaubaren Anzahl an Autoren. In der Autorenschaft gleich als erster Autor genannt ist der Psychologe Dr. Sebastian Bartoschek. Als letzte Autoren in der Liste werden die Ethnologin Alexa und der Psychologe Alexander Waschkau erwähnt. Damit passt auch zusammen, dass die zugehörigen Wikipedia-Artikel von JMB1982 nicht nur maßgeblich editiert werden, sondern im Falle des Artikels zu Bartoschek und des Artikels zu Alexa Waschkau auch neu erstellt wurden. Hier pflegt JMB1982 offenbar die Profilseiten seiner Klienten. In meinen Augen abermals ein Interessenkonflikt. Ja, und das haben Sie also gesehen, der editiert also den Sebastian Bartoschek, den wir ja auch schon mal irgendwie ein bisschen häufiger erwähnt haben, der auch Mitglied der GWOP ist, nämlich, ich glaube, Rhein-Ruhr, glaube ich, Skeptiker war das, wo er da drin war. So, und dann haben wir noch was, und zwar, da gibt es noch einen kleinen Ausschnitt, gucken Sie sich den mal an. Dazu passt auch, dass Bartoschek und einige andere prominente Personen sich in einer Wikipedia-Kategorieliste zum Thema Skeptikerbewegung wiederfinden. Hierin ist auch das Portal Psiram und die Brights-Bewegung erwähnt. Dazu später mehr. Man kann also ohne größere gedankliche Anstrengung annehmen, dass der Blog der Ruhrbarone ebenfalls die Thesen und Meinungen der Skeptikerbewegung vertritt. Tatsächlich zeigt hier der Ruhrbarone-Blog ein dem Vorgehen der GWOP auffällig ähnliches Verhalten gegenüber Daniele Ganser. Gleich mehr dazu. Außerdem interessant ist, dass man auf Psiram einen Benutzer findet mit dem Namen BMJ1982. Dieser Benutzer hat schon arge Ähnlichkeit mit dem Benutzer JMB1982 aus der Wikipedia. Machen Sie sich selbst einen Reim darauf. So, da haben wir also jemanden, der schreibt als BMJ1982 im Psiram-Wiki. Also der muss zum inneren Zirkel von Psiram gehören, weil man kann dort nicht einfach so schreiben. Das heißt, man muss auch eine Bekanntschaft zum Administrator haben. Ansonsten wird man da gar nicht eingeladen und kriegt überhaupt kein Konto. Man kann sich da nicht einfach anmelden wie in der Wikipedia. Das heißt, diese beiden Typen, die wir hier haben, gehören zum inneren Zirkel von Psiram. Das wäre mal vielleicht eine Frage wert, ob sich da mal ein Staatsanwalt vielleicht mit den beiden beschäftigen sollte, nicht? Also weil jetzt hätten wir ja zwei, die vielleicht eine Zeugenaussage mal machen könnten, wie denn so der Administrator von Psiram heißt und so. Wäre mal eine gute Frage.
Was wir auf jeden Fall feststellen können, ist gerade was den Knut Juncker anbelangt, dass, naja, also er scheint ja irgendwie hier freie Assoziationen auch unbegründet zum Dritten Reich zu bringen. Wir wissen gar nicht, weswegen er dazu kommt, mich hier als braun zu bezeichnen. Und wie soll ich sagen, also das, was bei ihm als Begründung fehlt, gibt's ja, haben wir schon in seine Richtung schon als Begründung. Also wir könnten schon sagen, es gibt für ihn eine Assoziation zum Dritten Reich. Weil das, was er hier macht, ist genau das Gleiche, was wir im Dritten Reich gesehen haben. Das heißt, es gibt hier Leute, die wollen unliebsame Meinungen und Fakten unterdrücken, indem sie versuchen, Veranstaltungen, wo sowas veröffentlicht wird, zu unterbinden. Das ist genau die gleiche totalitäre Vorgehensweise, wie wir sie im Dritten Reich gesehen haben. Du hast da von dieser Partei Die Linke und von dieser Spaßpartei, ja, hast du ja quasi Schlägertrupps gehabt, die so paramilitärisch aussahen. Das erinnert doch ziemlich stark an die SA, ne? Kann man nicht anders sagen. Ja, die spielen damit. Also das heißt, sie spielen genau mit diesen Assoziationen von, also in Uniform auftauchende mit Stahlhelm, mit Koppeln, mit entsprechenden Stiefeln. Also genau damit wird gespielt. Ja. Und rate mal, in welcher Partei der Jens M. Bolm ist. Na, dann wahrscheinlich in der Partei nehme ich an. Natürlich ist er in der Partei. Er ist Abgeordneter für den Kreis Hannover, glaube ich. Okay. Ja, da kann man in Kreisverband Region Hannover. Zweiter Vorsitzender bei Die Partei, Kreisverband Region Hannover. Tja. Und halt Eigentümer dieses JMB-Verlags, wie ich schon im Film sagte, der halt solche Leute wie Sebastian Bartoschek und die Waschkaus verlegt. Ne? Und ja. Okay, wie soll ich sagen, also diese beiden Typen da, also die gerieren sich ja schon so als Typen so aus so einer SA-Truppe, sind so mehr so, was, wie wollen wir sie nennen, SA-Rottenführer oder wie willst du... Verrottenführer, ja. Oder, wobei ja wahrscheinlich Oberjungzugführer wahrscheinlich eher passend wäre, so jung wie die beiden sind dann, oder nicht? Und die sind ja zumindest... Gab's das? Du erkennst Wörter, die ich nicht kenne. Ja, okay. Ich hab noch extra nachgeguckt. Kann man übrigens alles hier nachgucken. Mal ein Screenshot dazu. Was interessant, ich meine, der heißt ja auch noch Juncker. Ne? Ich meine, gerade solche Sachen waren ja auch im Dritten Reich. Ne? Gucken Sie mal, es gibt da eine SS-Junker-Schule vielleicht. Ne? Also vielleicht gibt es da auch dann irgendwie noch eine Assoziation, die man irgendwie legen könnte, nicht? Ja, also diese zwei Möchtegern Goebbels, die möchten hier also quasi sich damit bewerben, wahrscheinlich fürs Reichspropagandaministerium, indem sie halt uns hier irgendwie mit irgendwelchen Assoziationen zum Dritten Reich runterputzen. So haben wir's. Also. Ja, die Aufforderung, die ich bekommen hatte per Mail, war dann zum Beispiel, dass man mich besuchen wird und meine Familie und dann Blut trinken, also einen blutroten Wein trinken wird. Das waren jetzt aber nicht die beiden, oder wer war das? Wer war das bei dir? Bitte? Wer war das bei dir? Waren das die beiden oder wer war das? Das kann ich nicht sagen, dass die beiden waren. Das war im Zusammenhang mit der Veranstaltung in Koblenz ist das gekommen. Ja. Man muss auch sagen, dass die Leute, die am meisten vom Leder ziehen, sind dann halt natürlich anonym. Wir haben auch hier in Gelsenkirchen haben wir was. Und zwar hat sich da jemand, der heißt Gustav Schulz, ja, ist natürlich ein Pseudonym, den gibt es nicht in echt, ne? Hat sich da geäußert und hat da auch richtig vom Leder gezogen. Mit diesem roten Symbol, das sieht aus wie das von den kroatischen Faschisten, das Zeichen da. Ja, kann sein, keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Aber guck mal hier, der Typ, wie er in die Kamera guckt, das ist doch ein Bundesbürger, dem man wirklich vertrauen kann. Also das ist ein sehr vertrauenswürdiger und friedlicher Bundesbürger, gucken die an. Mhm. Super, toll, genial, war ich wirklich stolz drauf, dass solche Leute... sich für die Demokratie einsetzen. Sie sehen wirklich so aus, als wenn das ihr Hauptaufgabengebiet wäre. Ja. Also ohne Worte. Ich meine, wirklich, das Logo, das ist doch Faschos, das ist Symbolik. Ich weiß es nicht. Ich habe ja auch gesagt, ich sehe das auch, unsere Links-Rechts-Achse in der Politik sehe ich gar nicht als Links-Rechts-Achse. Das ist ein Kreis. Ja? Du hast oben in der Mitte hast du die Leute, so wie wir, also die Leute, die sich halt um Demokratie bemühen und halt irgendwo in der Mitte des politischen Systems stehen. Dann hast du rechts und links die Radikalen, die sehr radikale Ansichten haben, aber noch nicht zur Gewalt neigen. Und ganz unten,
Das ist so eine rot-braune Suppe, weißt du? Das, da hast du halt die Gewalttätigen. Denen ist nur wichtig, dass sie mit einem Baseballschläger durch die Gegend laufen können oder mit einem anderen Meinungsverstärker und anderen Leuten ihre Meinung aufzwingen können. Ja? Und ich glaube, das ist vollkommen egal, ob die jetzt mit einem Hakenkreuz an der Binde rumlaufen oder ob die ein Antifa-Symbol haben. Die wollen nur draufschlagen. Das sind quasi, was sind das? Das sind Hooligans, sind das. Wobei man da den Hooligans nicht recht tut, weil die Hooligans kloppen sich meistens nur untereinander und nicht andere Leute. Und die Typen, die haben es ja auf andere abgesehen. Also das sind so richtige SA-Schlägertruppen, kann man nicht anders sagen. Also diese Typen da. Also egal, ob rechts- oder links Extremisten. Ja, zumindest haben sie auch die Ästhetik und versuchen, dieses Bild von sich selber zu verbreiten, wenn man den Herrn Schulz anguckt, was er möchte. Er möchte ja mit diesem Bild nicht für sich werben, sondern Angst verbreiten. Natürlich, klar. Ja. Ne? Aber das Interessante ist ja auch, es war ja noch so einer, ich weiß gar nicht, wie hieß der denn, Marcel oder irgendwie bei den Linken da, der auch anonym war, der aber in so einem anderen Verein da auftauchte, wo dann halt auch die Mitglieder der Linken aus Gelsenkirchen da auch mit drin waren, irgendwie so ein Bündnis gegen Rechts oder was das da war. Du meinst Fabian? Ja, kann sein, ja. Ich habe den Namen nicht gemerkt, habe ich auch wieder verdrängt, ja. Und der... Der auch noch anonym nur auftaucht. Ja, genau, also der taucht als Person auf, aber möchte ja seinen Namen auch gar nicht nennen, weil er meint, nee, dann könnte der Dirk Pohlmann ja irgendwie ihn verklagen oder so. Wenn er schon denkt, man kann ihn verklagen, dann weiß er ja ganz genau, dass das, was er getan hat, nicht rechtens ist, ne? Also solche Typen, solche Feiglinge, solche miesen kleinen Feiglinge, die laufen hier rum und können aus der Hecke schießen. Denunzianten. Ja, natürlich. Ne? Also, das heißt, sie schreiben anonym in Facebook, bezeichnen uns mit irgendwelchen Begriffen und machen das ausschließlich aus der Anonymität. Genau. Und darauf sozusagen, also das ist, und mit der Aufforderung, dass man sich rechtfertigen soll für ihre, also ich sag dann eben, der Fabian hat wahrscheinlich, steht immer mit einer Tafel Schokolade vom katholischen Kindergarten und guckt, was da rauskommt, an was er sich vergreifen kann. Ja? Also das wäre dann adäquat zurück. Er kann sich ja mal dazu äußern, ob das richtig ist, was ich sage, oder ob das falsch ist. So, hier, guck mal, was der Gustav Schulz schreibt. Hier mal ein guter übersichtlicher Text. Und dann verweist er auf einen Text, der bei den Schimpansen gegen die MPD auftaucht. Und das fand ich schon sehr interessant, was die geschrieben haben. Übrigens auch natürlich alles anonym. Interessant, dass die wieder, also was sie als die Symbolik benutzen. Hier die Israel-Fahne mit einem siebenarmigen Kronleuchter. Oh Mann, also wenn ich zum jüdischen Glaubenskreis gehören würde, ich würde denen links und rechts eine Ohrfeigen, weil ich möchte mit solchen Typen nichts zu tun haben. Und die diskreditieren den gesamten jüdischen Glauben mit solchen Nummern hier. Also das kann man nicht anders sagen. Also was die hier veranstalten, hat auch nichts mit Judentum zu tun. Das sind Psychopathen, das sind Soziopathen, die dürft man gar nicht, die müsste man einsperren, die Typen hier. Also zumindest irgendwie mal ein bisschen so Sozialarbeit aufbrummen, ja. Also und dann zu behaupten, sie würden für die Juden agieren, was für Armleuchter. Sie benutzen das Logo, um sich damit das Recht zu verschaffen, das zu tun, was sie machen und zu sagen, also sozusagen dahinter, eigentlich verstecken sie sich ja dahinter. Ja? Also das ist ja für sie so eine Art Schutzschild. Womit sie glauben, dass sie sich schützen können eben vor der Frage, ob sie noch alle an der Raffel haben. Ja? Also das heißt, wenn man sie dann angreift, wir wollen sie gleich, dass das bedeutet, das ist ein Angriff eben auf die David-Stern-Judentum. Von wegen, ja, ja. Also das ist ihre Technik, genau. Ja. Also das ist eigentlich so eine Art, wie Kinder vor sich herschieben beim Kampf, um dazu sagen zu können, die Leute haben auf die Kinder geschossen, ne? Dieses Prinzip. Ja, oder wie halt die Kreuzzüge, ja? Also du schleppst das Kreuz vor dir her und behauptest, du würdest da was Gutes tun, indem du halt die Leute massakrierst, ja? Also genau das Gleiche, also einen Glauben vorschieben für irgendwelche Gewalttaten, die man da vorhat. In diesem Falle verbale Gewalttaten oder reale Gewalttaten, ne? Das sind genau die Typen, die ich gerne habe. Also das, oh Mann, ey, naja, egal. Auf jeden Fall, dort steht also ein ganz schöner Satz, der heißt, dort verteidigte er, also ich, den Spruch auf Nährlings Plakat, die Geschichte des Holocaust ist eine Geschichte voller Lügen. Weil schon das Wort Lügen da drin steht, dieser Text ist vollkommen gelogen. Und ich möchte mal darauf eingehen, was da eigentlich gemacht wird. Die Leute suchen nämlich immer Anknüpfungspunkte,
Und versuchen dann diese Anknüpfungspunkte so zu entfremden, dass da was ganz Komisches bei rauskommt und ein nicht informierter Zuschauer denken muss, die haben sie ja wohl nicht mehr alle. Also in diesem Falle, ich hätte sie nicht mehr alle, weil ich hier den Nährling verteidigen würde. Erstens habe ich nicht gemacht, können wir gleich auflösen, kann man sich gleich angucken. Aber bevor ich das mache, frage ich dich nochmal, Dirk, weil du hattest doch genau das Gleiche nochmal, ne? Bei dir ist es doch genauso gelaufen. Wo war das nochmal? Nee, das ist jetzt sogar hier gelaufen. Das heißt, wäre für deine Veranstaltung wurde ich auch nochmal hervorgezogen, weil ich ja auch in Gelsenkirchen war. Ja. Das kann ich, ist ganz einfach. Ich hatte in Gruppe 42, hatte ich mit der Claire die erste Ausgabe von Verschwörungstheorien, die sich bewahrheitet haben, hatten wir den Holocaust genommen. Das hatte ich an dem Beispiel von dem Jan Karski, polnischer Offizier, der vom polnischen Widerstand in das Ghetto in Warschau infiltriert und exfiltriert wurde und in ein Vorlager von einem Vernichtungslager infiltriert, exfiltriert, damit er mit eigenen Augen sah, was dort vor sich ging. Exfiltriert heißt, der ist dann wieder rausgeholt worden aus der Vernichtungslager. Genau, also das ist eine unglaubliche Leistung gewesen, jemand in ein Lager rein und wieder rauszuholen. Ja? Also das eine sozusagen militärische Meisterleistung, was sie da gemacht haben. Okay, aber auf jeden Fall, der kam rein und raus, damit er das mit eigenen Augen schildern konnte, ist zu Präsident Roosevelt in den USA gegangen und zu dem dortigen obersten Bundesrichter, ich weiß den Vornamen nicht, Frankfurter hieß er mit Nachnamen, also einen amerikanischen Juden, um ihm zu erzählen, was mit den Juden in Polen passiert. Also das heißt die massenhafte Vernichtung. Und er hat keinerlei Reaktion damit hervorgerufen, weil man das, weil die beiden es nicht geglaubt haben. Also das heißt, der Richter Frankfurter sagt, hielt es für polnische Kriegspropaganda, um die Westalliierten zu bewegen, die Amerikaner sich auf Seiten der Polen mehr zu organisieren. Und es war einfach unglaubwürdig. Heute würde man sagen, es war eine Verschwörungstheorie. Es hat ja auch alle Merkmale, die für Professor Butter eine Verschwörungstheorie ausmachten. Also riesige Sache, alles ist ganz anders, als erzählt wird. Es sind nur wenige Leute, die Bescheid wissen. Alle anderen kriegen was Falsches erzählt. Und also das heißt, eine ganze Litanei, darum ging es ja. Das heißt, der Holocaust wurde nicht geglaubt wegen seiner immensen Größe, wegen seiner immensen Perfidität und man konnte sich das so nicht vorstellen. Also erst später im Verlauf des Krieges, als die ersten Lager befreit wurden, ist es dann allgemeines Wissen geworden. Und daraus haben diese Knallkörper dort diese üblen Denunzianten gemacht. Also haben sie gesagt, ich hätte argumentiert, dass der Holocaust eine Verschwörung, sozusagen eine Verschwörungstheorie damit zusammenhinge, aber in dem Sinne, dass ich den Holocaust leugnen würde. Was eine Straftat ist, deswegen habe ich geschrieben, Sie sind dreckige Lügner, Sie sollen bitte mit Ihrem Namen antreten, damit ich Sie verklagen kann. Daraufhin wurde mein Posting in Facebook gelöscht, allerdings auch Ihres. Ja? Also das heißt, hier sieht man, das ist auch nicht falsch verstanden. Ich hatte dann hingeschrieben und dann bekam sogar eine E-Mail zurück, dass dieser Fabian, der das geschrieben hatte, das Buch von Jan Karski sogar gelesen habe. Das heißt, er weiß genau, um was es geht. Und er dreht es um, einfach um mit einer Lüge den Eindruck zu erwecken, dass ich irgendwo rechts angedockt wäre. Obwohl er genau weiß, an meinem Beispiel, wenn er das Buch gelesen hat, um was es dabei geht. Es kommt in dem Film von Claude Lanzmann, Shoah, vor. Da ist das Interview mit dem Jan Karski stark gekürzt. Das kann man im Internet aber finden, mittlerweile länger. Also das heißt, wieder besseres Wissen, beleidigend denunziert, dargestellt, dass ich irgendetwas mit Holocaustleugnung zu tun habe. Das sind wirklich Kanalratten. Ich kann es nicht anders sagen. Oder ich möchte es auch nicht anders sagen. Das heißt, das ist nicht irgendwie ausgerutscht, sondern das ist genau geguckt, wie man mit Lügen den größtmöglichen Schaden anrichten kann. Ja. Ja, gehen wir mal auf das ein. Es ist bei mir eigentlich 1:1 die gleiche Nummer. Ist ja bekannt, ich habe einmal einen Artikel geschrieben zum Thema Volkslehrer. Und ich bin auch nach wie vor noch der Meinung, dass der Volkslehrer ein guter Lackmustest ist, um die Qualität von Medien zu überprüfen. Also sind die Medien fähig, einen Fall, auch wenn er so gestaltet ist wie jemand, der ganz offensichtlich rechtsradikal ist, sind die in der Lage, auch einen Rechtsradikalen sachlich und korrekt darzustellen und auch den Sachverhalt um ihn drumherum darzustellen. Nein, und sie sind es nicht. Ist eine ganz kurze Zusammenfassung meines Artikels. Das habe ich an mehreren Beispielen hier im Artikel aufgearbeitet.
Und es gibt natürlich mehrere Hinweise im Artikel, wo ich mich ganz klar und eindeutig von dieser ganzen rechtsradikalen Nummer da distanziert habe. Dennoch, ich habe natürlich mit dem Artikel selber auch versucht zu zeigen, wie kann man denn mit so jemandem, der aus dem rechtsradikalen Lager kommt, wie muss man mit dem umgehen im journalistischen Umfeld? Und zwar sachlich, wenn es irgendwie geht, ja? Und nur mal so als Hinweis, was ich da geschrieben habe. Da wirst du auch sehen, das ist genau das Gleiche, was du sagst. Man kann es nicht missverstehen. Ja? Also es geht einmal um den Holocaust und es geht tatsächlich um diese Aufschrift Die Geschichte des Holocaustes, eine Geschichte voller Lügen. Das ist hier die Einleitung dazu. Und da schreibe ich, das ist eine schwerwiegende Anschuldigung. Ne? Und aber da ich ja den Medien nicht traue, habe ich das nachgeprüft. Stimmt das denn? Also ob das oder ist das erfunden? Und in diesem Falle war es so, es war nicht erfunden und tatsächlich hat dieser Nikolai Nährling als alias Volkslehrer hat also dieses Plakat hochgehalten. Die Geschichte des Holocaust, eine Geschichte voller Lügen. Er hat dazu irgendwann mal in einem Kommentar gesagt, er meinte, es ginge ihm darum, dass halt die Zahlen des Holocaust schon mehrfach korrigiert werden mussten und auch also nicht nur geringfügig, sondern ja, halt... Bullshit. Wenn er das meint, soll er das auch hinschreiben. Ja, das, genau. Okay. Und das und dann, ich hab übrigens mit ihm auch ein persönliches Gespräch geführt und genau das habe ich ihm auch genauso gesagt, wie du es gesagt hast. Dass ich sagte, das kann man aber dann doch nicht so schreiben. Also dann habe ich auch hier im Artikel geschrieben zum Thema. Ist genauso jemand, der versucht mit diesen Sachen zu spielen und sich dann hinterher hinter was anderem zu verstecken und rauszureden. Ja, genau. Okay. So schreibe ich dazu, jetzt Zitat aus meinem Artikel. Die Geschichte des Holocaust ist eine Geschichte voller Lügen. Das ist nach meinem Dafürhalten nicht von der freien Meinungsäußerung gedeckt und beziehungsweise reizt den Artikel 5 des Grundgesetzes bis an seine äußersten Grenzen aus. Zumal mit dieser Aussage der Zuschauer alleine gelassen und düstersten Interpretationen freier Raum gelassen wird. Der Interpretationsspielraum wird durch die andere Seite des Plakates zusätzlich in eine ganz bestimmte Richtung gedrängt. Also, das hört sich nicht dazu an, als ob ich das befürworten würde, oder? So. Nee. Und zwar geht es darum, dass auf der Rückseite auch noch was stand. Und zwar also das ist zitiert worden von jemandem, der auch noch rechtsradikaler ist und ich schreibe jetzt, also ich lese mal weiter vor. Darunter ein stilisiertes Schild mit der durchgestrichenen Aufschrift STGB 130, das ist Verbot der Volksverhetzung, da stellen sich mir die Nackenhaare steil auf. Wir sind vor allem in der Gesamtbetrachtung beider Seiten des Plakats ganz deutlich Persönlichkeitsrechte und die Paragraphen 130. Ist der Volksverhetzungsparagraf und 189 des Strafgesetzbuches betroffen. 189 ist der Paragraph, das ist Störung der Totenruhe ist das. Ne? Also und vor allen Dingen auch also Postmortem üble Nachrede. Ne? Das macht man nicht. So und zwar mindestens die Persönlichkeitsrechte von den Nachfahren der Holocaust-Opfer und allen noch Überlebenden der Verfolgung in Nazi-Deutschland. Das hört sich jetzt nicht so an, als ob ich das gut finden würde, was er da geschrieben hat. Oder bist du da anderer Meinung? Nein, ich weiß nicht, ob man so genau werden muss. Er ist eine Knalltüte, ja. Und er spielt damit, sozusagen sich auf der Grenze dieser Sachen zu bewegen, um dann zu sagen, ich bin ja ganz klar auf der einen Seite, während er von den anderen beklatscht wird. Ja, also er hat ja inzwischen eindeutig geäußert, dass er, also er sagt ja von sich selber, er stimmt dem ja zu, dass er rechtsradikal sei. Ne? Das, sonst. Und ich habe also versucht, also genau solche ausfälligen Bemerkungen eben halt nicht immer Artikel unterzubringen, ganz einfach, weil ich das sachlich gestalten wollte. So, jetzt habe ich noch einen draufgesetzt. Vollkommen unabhängig von Rechtsprechung und Gesetzgebung müsste einem auch der gesunde Menschenverstand sagen, dass derartige Meinungsäußerungen zu so einem sensiblen Thema sehr verletzend und verstörend wirken müssen. Das macht man nicht. Vor allen Dingen dann nicht, wenn man sich wie Nikolai Nährling in seinen Videos und Interviews mehrfach zum Gewaltverzicht und gegen Hassbotschaften bekennt. Ihm hätte auffallen müssen, dass so ein Plakat mit seinem Bekenntnis absolut nicht vereinbar ist. Ja, das ist auch, ich meine, das, weil das Bekenntnis nicht echt ist, das ist sozusagen das Schutzschild, was er vor sich her trägt. Ja? Also es hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dieser Fabian-Methodik, genau. Dass man sich hinter sozusagen hinter zusammengelogenen oder in die falsche Richtung weisenden Behauptungen versucht zu schützen vor der korrekten Interpretation von dem, was man sagt. Ja? So, also ich habe noch mehrere Sachen da drin, aber so zum Beispiel hier, also ich zähle die Themen auf, die er in seinen Artikeln und in seinen Videos da durcharbeitet, dann sage ich, muss man das alles gut finden? Nein. Ist das von der Meinungsfreiheit geschützt? Aber ja, zumindest so lange, wie keine Persönlichkeitsrechte von anderen betroffen sind. So, und das heißt also, es ist eindeutig, dieser Artikel
ist eindeutig in seiner Linie. Es geht eigentlich im Kern gar nicht um den Nikolai Lerning, sondern halt um den Umgang mit ihm und was halt die Medien daraus machen. Denn sie haben, also du kennst ja das Narrativ, das heißt, wenn jemand rechtsradikal ist, dann musst du am besten noch Verschwörungstheorien assoziieren und Antisemitismus. Und dann versuchst du das alles... Was bei Rechtsradikalen jetzt nicht weit weg ist, der Antisemitismus. Ne? Also, ja, aber es zielt gar nicht auf den Nikolai Lerning. Ich will dir sagen, warum sie es gemacht haben. Also er ist quasi das Paradebeispiel dafür, dass wir diskreditiert werden können. Deswegen war es mir auch so wichtig, diesen Artikel zu schreiben. Das heißt, sie versuchen es immer wieder auf dieselbe Methode. Du hast Rechtsradikale, dann klassifizieren sie irgendwelche Sachen als Verschwörungstheorie, zum Beispiel 9/11, ja, und Nikolai Lerning äußerte sich ja auch zum Breitscheidplatz, wo wir ganz sachlich feststellen können, da liegt einiges im Argen, wenn da ein Attentäter vorher vom Verfassungsschutz war das, glaube ich, ne, quer durch Deutschland gekarrt wird, ja, und mehrfach sogar, immer aus dem Ruhrgebiet Richtung Berlin und wieder zurück. Hochmerkwürdiger Fall. Ja, genau. Ne, und jemand kann einfach mal so einen modernen Lastwagen fahren, der eigentlich vom Cockpit schon halb wie so ein Raumschiff aussieht, ja, wo man normaler Bundesbürger erstmal überlegen müsste, wie starte ich das Ding überhaupt, aber das kann ja sofort fahren. Ja, vor allen Dingen die Anwendung, also brauchen wir nicht weiter diskutieren. Also, da habe ich dann gesagt, okay, also das, diese Themen sind mitnichten eine Verschwörungstheorie, ja, und was aber versucht wird, immer zu verketten, Verschwörungstheorie, also uns als Verschwörungstheoretiker erstens zu bezeichnen, dann irgendein Thema als Verschwörungstheorie zu klassifizieren und dann zu sagen, die Rechten machen ja auch das und das ist dann auch irgendwie noch antisemitisch, also sind alle, die Verschwörungstheorien für gut halten, Antisemiten, Rechtsradikale, Verschwörungstheoretiker und sonst noch irgendwas. Darum geht es ja. Wir können es ja andersrum machen. Wir können ja sagen, Fabian vertritt ja die amerikanische, als Antideutscher, die amerikanischen Interessen. Und damit auch den Präsidenten Trump, der mit Epstein befreundet war und bei ihm auch auf den Partys aufgetaucht ist. Also ist Fabian jemand, der die sexuellen Missbrauch von Kindern unterstützt. Ja, das ist die Kette dann. Kann ich auch so eine Kette bauen? Ja, könnte man machen. Ist zwar vollkommen blödsinnig, aber vielleicht passt das ja bei einigen Leuten. Also, was ich dem Zuschauer nur empfehlen kann, weil wir ja schon so oft über Psiram reden, das war ja auch der Grund, warum ich das in dieser Sendung gemacht habe. Ich finde, Psiram ist eine gute Quelle, aber nur in einer, nur für die Stichwörter. Gucken Sie sich einfach Psiram an und gucken Sie mal, also es gibt ja ungefähr 3600 Artikel insgesamt, das war bei einer Zählung, die habe ich 2017 mal gemacht. Und dann habe ich manuell durchgezählt, davon waren ungefähr 1110, waren das glaube ich damals, das waren alles reine Personenartikel. Wenige von diesen Personen sind tatsächlich das, was da steht, also da sind ja auch Holocaust-Leugner namentlich benannt und... es ist nicht schön, mit solchen Leuten auf einer Liste zu stehen, aber gucken Sie sich mal die anderen Leute an. Also, gucken Sie sich die Namen an und dann werden Sie den einen oder anderen sehr interessanten Namen finden und dann kommen Sie vielleicht auf Themen, die mitnichten etwas mit Rechtsradikalität und Antisemitismus zu tun haben, sondern auf sehr interessante Themen, zum Beispiel auch auf das Thema Impfen, was ja gerade sehr aktuell ist, ja. Und da sind nämlich einige Leute, die, sagen wir mal, der Pharmaindustrie sehr stark auf den Füßen herumtreten. Die werden da auch sehr unappetitlich dargestellt. Ja? Und immer wieder auch mit dem Versuch, die auch als rechtsradikal oder irgendwelche rechtsesoterische Medizin oder sowas da irgendwie darzustellen. Bei einer Frage, wo es zum Beispiel nur geht, sind denn jetzt Impfstoffe wirklich sicher oder gibt es da eventuell Nebenwirkungen? Und ob es da Nebenwirkungen gibt oder nicht, da empfehle ich jedem einfach mal, den Beipackzettel zu lesen. Und falls Sie den nicht bekommen haben sollten, denn viele bekommen den Beipackzettel ja gar nicht beim Arzt, da vielleicht mal nachzufragen, wo ist denn jetzt der Beipackzettel und wo steht was von Nebenwirkungen. Nur mal so als Randthema, was man übrigens auch nochmal beackern könnte. Ne? Das wäre, also das Thema müssten wir auch nochmal beackern, weil da gibt es auch einiges aus der Wikipedia zu erzählen. Da sind wir nämlich in einem naturwissenschaftlichen Bereich und dann sehen wir, es gilt in diesem Falle das, was ich gesagt habe, wenn es um Geld geht, dann sind auch Artikel frisiert und dann können auch die Artikel aus dem naturwissenschaftlichen Bereich stark frisiert sein, die ich ansonsten als eigentlich manipulationsfrei bezeichnet habe. Aber da geht es richtig rund, wenn es um Sachen Pharma geht. Und Psiram ist ein Portal, was eigentlich gestartet ist als Lobbyorganisation für die Pharmaindustrie, kann man nicht anders sagen. Ja, Dirk, du hast das letzte Wort.
Naja, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass dieses Konstrukt Psiram, dass es offenbar gedeckt wird. Ja? Weil wenn es agieren kann, wenn es von einer Organisation wie Amadeo Antonio Stiftung, wo eine Verfassungsrichterin drin sitzt und ein Verfassungsschutzpräsident und eine bekannte deutsche Journalistin, die dafür Werbung machen, diese Institution Psiram als illegale Webseite zur Nutzung an Schulen vorschlägt, dann finde ich das abenteuerlich. Also man stelle sich das bitte umgekehrt irgendwie mal vor. Sagen wir mal, dass irgendwelche Linksradikalen so etwas machen würden oder also zum Beispiel aufrufen oder ich weiß, also können wir jetzt verschiedene Beispiele nehmen, wenn jetzt Leute aus dem islamistischen Lager eine Webseite haben, in der sie ihre Gegner denunzieren und quasi ja, also in der Öffentlichkeit herabwürdigen und zum Beispiel gegen Politiker vorgehen würden, wie gegen einen Verfassungsschutzpräsidenten oder eine Bundesverfassungsrichterin, was dann los wäre. Ja? Also das heißt, warum wird so etwas gedeckt, geduldet, warum läuft das unter dem Radarschirm und das interessiert keinen. Ja? Also das sind Sachen, es ist eine illegale Webseite, sie hat kein Impressum, man kann dagegen nicht juristisch vorgehen, sie ist engstens verbunden mit Wikipedia. Das heißt, in meinem Fall ist zum Beispiel so, dass mein Wikipedia-Eintrag, das nämlich gesagt hatte, dass ich ja in einer Racheaktion von diesem angeblichen Lexikon behandelt wurde, nachdem wir angefangen haben, darüber zu berichten. Und jetzt ist das in Psiram ausgelagert. Und Psiram ist so, wenn man meinen Namen eingibt, ist oben Wikipedia und dann wenige Punkte darunter kommt gleich Psiram, weil es technisch so gemacht wird, dass es da drin ist. Und so wird gearbeitet. Es wird dann eben auf diesen Eintrag verwiesen. Und ich muss mir das gefallen lassen, weil ich dagegen nicht vorgehen kann. Und ich sehe, dass ein Verfassungsschutzpräsident daran mitarbeitet, dass das so ist. Ich finde es widerlich. Ja? Ich möchte gerne wissen, sozusagen, ist das die Art von Staatlichkeit, die Verfassungsschutz vorschlägt? Ist das Ihre Arbeitsweise? Ist das so, dass Sie das alles gutheißen? Das wäre mal eine Frage, die ich daran habe, Dirk. Gerne auch schriftlich. Naja, du bist ja nicht mehr so naiv. Ich weiß, dass du die Fragen alle schon beantwortet hast. Und ich habe auch gerade zuletzt eine sehr hörenswerte... Frau Kahane hat in ihrer Stasi-Zeit mit Zersetzungsmethoden gearbeitet und jetzt wird mit Zersetzungsmethoden von Stasi-Mitarbeitern plus Verfassungsschutzmitarbeitern gemeinsam gearbeitet. Das sind die Zustände. Ja. Also ich habe ja auch zuletzt einen sehr hörenswerten Artikel von dir gehört, von der Tagesdosis, als ich heute Morgen... mich am späten Morgen dann noch hingesetzt habe und bei uns einen schönen Eintopf gemacht habe, dann habe ich höre ich immer nebenbei die Tagesdosis. Und da war ein super Artikel von dir dabei, da ging es um die Stasi und um das, was wir im Westen hatten. Hatten wir denn im Westen keine Stasi, hatten wir denn keine Mitarbeiter, die irgendwie für einen Geheimdienst gearbeitet haben, für einen Inlandsgeheimdienst, ne? Und das hast du sehr, sehr gut beschrieben, selbstverständlich hatten wir das. Und es wird bloß halt nicht so kommuniziert. Und warum natürlich nicht? Ja, weil es ein Geheimdienst ist, ne? Ja. Der agiert im Dunkeln, ne? Und wir haben die gleichen Zersetzungsmethoden hier bei uns im Westen, wie es auch die DDR damals hatte. Sagen wir mal, sie sind ein bisschen geschickter, ja? Also die sind nicht ganz so plump, ne? Naja, ich weiß nicht, wie ich das hier nennen soll, ja, was wir da jetzt gerade vorgetragen haben. Aber dass so etwas überhaupt möglich ist, durchgeht und dass es als, ich habe es bereits gesagt. Also damit werde ich mich nicht zufrieden geben mit der Tatsache, dass so gearbeitet wird und dass das im Umfeld, Heiko Maas, ja, im Umfeld des Staat von staatlichen, von Ministern solche Sachen ablaufen, ist abenteuerlich. Ja. Ja, was soll ich sagen, Dirk? Wir müssen die Sendung so oder so abschließen. Und tschüss, bis zur nächsten Sendung. Da machen wir wieder was Schönes aus der Wikipedia. Viel Spaß. Okay. Tschüss. Oh.